Ja, guten Tag. Guten Tag. Willemijn Verkalk, wenn ich es richtig ausgesprochen Ja, habe. sehr, sehr gut, Dankeschön. Wie kommt man daran, also sozusagen jetzt quasi Elsa in die Eiskönigin zu singen? Wie kam die Zusammenarbeit mit Disney zustande? Ja, es ist eine ganz lustige Geschichte, weil wenn Leute vielleicht ein bisschen bekannt sind mit Musicals, weil das ist eigentlich, was ich immer mache, dann kennen sie das Musical Wicked. Wicked, die Hexen von Oz. Und die Originaldarstellerin am Broadway ist Idina Menzel. Und Idina Menzel hat auch die Originalstimme von Frozen eingesungen. Und da die Songs gesangstechnisch schon ein bisschen ähnlich zu vergleichen sind mit Wicked, dachten die, ah so, die Idina Menzel hat das gesungen, die Willemijn hat Wicked gesungen in Deutschland, vielleicht müssen wir die mal anrufen. Aber das Schwierige ist ja, man muss jetzt ja nicht nur singen, also Stimme und Musik in Einklang bringen, sondern es muss ja auch lippensynchron sein, weil Ja. man ja auch gleichzeitig die Figur der Elsa synchronisiert. Ja. Wie schwierig oder wie einfach war das? Ja, das ist schon eine zweite Herausforderung. Es ist so, nicht nur gesanglich alles zu treffen, aber dann auch nochmal zusammen mit Elsa das zusammenzubringen. Ja, das ist schwierig, aber ich liebe diese präzise Arbeit. Ich fand es total toll, wieder das im Studio zu machen. Ich finde es total cool, so ganz spezifisch, so passt das jetzt zusammen. Und wenn zum Beispiel in der Originalfassung ein I gesungen wird und ich muss auf einmal ein O singen, wie kommt das dann zusammen? Das ist schon nicht ohne. Ja, das stimmt. Aber es hat wieder richtig Spaß gemacht und es gibt wieder Ohrwürmer ohne Ende. Also ich glaube, wir haben das geschafft. Auf jeden Fall. Wie viel von Elsa steckt vielleicht auch in dir? Also gibt es da auch so, dass man sagt, okay, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, ich kann mich da so ein bisschen reinversetzen irgendwie, oder? Naja, puh, das ist natürlich schwierig, aber was cool ist an dieser Frau, die Elsa, ist diese Entschlossenheit, diese zielbewusste Kraft, die sie hat, die ja, fast ohne nachzudenken, wenn ihre Schwester in Gefahr ist, wenn das Land in Gefahr ist, dann muss sie das schaffen und das Land und ihre Schwester retten. Und ich liebe das. Ich sage nicht, dass ich habe keine Ahnung, was ich in so einer Situation machen würde, aber ich würde mich wünschen, dass ich dann so viel Power habe und so viel Kraft habe, dass ich das auch mache. Ich finde, diese zielbewusste Power, die sie hat, das ist fantastisch. Gibt es noch ein paar nette Anekdoten aus dem Tonstudio? Also irgendwas Witziges, was vielleicht passiert ist beim Einsingen? Naja, ich habe immer total viel Spaß im Studio. Der Regisseur Tommy Amper ist einfach ein total toller Kerl. Was haben wir denn, was für einen Spaß haben wir denn gehabt? Cool, das ist zu viel zu sagen, weil ich diese Arbeit so unglaublich liebe und den Film. Also ohne Frage ist es wieder so eine toller Erfolg und die Lieder sind so fantastisch geschrieben und ja, da kann ich nur sagen, ich habe das ein paar Mal einsingen dürfen und ein paar Mal so ja, diese Töne treffen und dann nochmal und nochmal versuchen und nochmal so und nochmal so. Ja, ich habe nur kann nur sagen, bitte nochmal ein dritter Film. Und ich bin sicher, es kommt einer. Also 100% bin ich mir ziemlich sicher, dass da die Trilogie draus wird. Es ist ja noch einiges offen am Ende. Wie ist das denn jetzt auch so? Ich meine, es klingt ja im Film, also es ist ja eine perfekte deutsche Gesangsstimme. Also man hört ja den holländischen Akzent gar nicht mehr. Wie Yay. schwierig war das, das wegzukriegen? Weil es klingt so, als wäre das so jemand von nebenan, so jemand aus Stuttgart oder aus Hamburg oder so. Naja, ich freue mich. Dankeschön. Das Ja? ist ein toller Kompliment. Naja, ich muss eigentlich sagen, ich bin da aus dem Studio rausgelaufen und habe dann vielleicht zwei, dreimal, dass der Regisseur gesagt hat, oh ja, wir sagen das ein bisschen mehr so, kannst du das ein bisschen. Aber ansonsten war ich auch ganz stolz eigentlich drauf, dass ich das fast akzentfrei geschafft habe. Ja, toll, ich freue mich, dass es so geklappt hat. Und ich arbeite natürlich seit 2004, 2005 ungefähr in Deutschland und habe da natürlich auch einen Sport daraus gemacht, dass auf der Bühne, weil ich mache natürlich eigentlich Theater, dass auf der Bühne niemand mehr hört, dass ich Holländerin bin. Das finde ich natürlich eine total tolle Sache, wenn ich das hinkriege. Und ja, ich bin dann auch sehr glücklich, dass es dann im Studio, wenn es so präzise Arbeit ist, dass es dann auch klappt.
Und letzte Frage noch, was macht denn mehr Spaß? Jetzt so eine Synchroarbeit von so einem richtig großen amerikanischen Kinofilm oder dann vielleicht doch Theater und direkt irgendwie diese Resonanz zu kriegen vom Publikum? Ja, ich bin ein Theatermensch, ein Theatertier. Also ich glaube, wenn ich nur synchron sprechen, singen würde, dass ich dann das Publikum vermissen würde. Deswegen aber diese Kombination sehr gerne, immer wieder, jedes Jahr. Also Theater machen und dann manchmal im Studio so eine Sache machen, dann bin ich total glücklich. Theatertier ist ein gutes Wort, habe ich bisher noch nicht gehört. Naja, jetzt aber. Super, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Dann, ja, ja. Viel Erfolg bei der Danke. Frau. Danke. Ja.